Ob Bitcoin oder die Aktienmärkte, der Wall Street, Kryptowährungen insgesamt, all das ist ein Ausdruck, ein Symptom letztendlich ja einer Assetpreisinflation, die sich gewaschen hat. Die Frage ist, kommt die richtige Inflation, also die Verbraucherpreisinflation jetzt hinterher, ja oder nein? Ist das also nur ein Vorspiel, was wir da an der Wall Street vor allem sehen, was wir bei Bitcoin sehen, was wir bei anderen Kryptowährungen sehen, nämlich die Inflationierung von Preisen, die naja, aus der hohlen Hand gezaubert werden, wie durch einen Tweet von Elon Musk. Das reicht schon. Oder durch andere Dinge, die hier gepusht werden, zum Beispiel in meinen Videos, da gibt es regelmäßig eine ganze Armada von Bots, die dann sagen, ja, ich kaufe Bitcoin hier und so weiter und so fort. Also da ist auch eine richtige Propagandamaschine mit dabei. Ich muss das dann immer löschen oder die Nutzer ausblenden, wie das bei YouTube heißt. Also da ist ja durchaus auch ein gewisses Interesse, die Preise nach oben zu bringen. Es ist heute relativ wenig los an den Märkten. Es ist so ein bisschen so eine Wartestellung. Morgen kommt eine Rede von Jerome Powell. Morgen kommen die Verbraucherpreise in den USA. Da wird man eben gucken, oh, ist das ein bisschen heißer als erwartet? Zieht die Inflation also an? Ist dieser Reflationstrade, der gespielt wird, der berechtigt? Das werden wir morgen sehen. Jedenfalls interessant nach dieser Mitteilung, dass Tesla Bitcoin gekauft hat. Im Volumen von 1,5 Milliarden Euro hat Bitcoin jetzt zu Tesla aufgeschlossen in der Marktkapitalisierung. Also da haben sich zwei getroffen, Elon Musk mit Tesla und Bitcoin. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, möchte man sagen. Die Frage, die ich mich oder mir immer stelle und die man vielleicht anderen auch stellen sollte. Ja, okay, wir haben bei Bitcoin eine begrenzte Anzahl von 21 Millionen, aber wir haben eben potenziell auch 21 Millionen Kryptowährungen, die man praktisch aus dünner Luft erzeugen kann. Also auch das ist ja letztendlich eine Assetpreisinflation. Dann haben wir Dogecoin oder wie es heißt und dann haben wir Ethereum, haben wir sowieso. Wir haben x Kryptowährungen und es kommen wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche neuen auf den Markt. Auch das ist Assetpreisinflation. Der Unterschied ist nur der, dass manche eben sagen, Bitcoin ist das Einzige, was heilig und selig macht. Andere sagen, nein, nein, das ist nicht Bitcoin. Guckst du Ethereum, das ist viel deutlicher gestiegen als Bitcoin. Also das ist dann eher eine Glaubensfrage. Zum Beispiel Ethereum seit 12 Monaten 650%, deutlich stärker als Bitcoin, nur 350% gestiegen. Also auch das ist eben Assetpreisinflation, wo man hinguckt. Und wenn wir uns mal anschauen, ich habe mir die Frage gestellt und es wurde immer wieder die Frage diskutiert, ja, wie viel verbraucht denn das Mining von Bitcoin eigentlich an Strom? Die Bitcoin-Anhänger sagen ja nicht viel. Die Bitcoin-Kritiker, Skeptiker sagen sehr viel. Insgesamt hier, so zeigt sich nach neuen Daten, Ende Dezember, hier Stand der Dinge, Bitcoin im Jahr ca. 90 Terawattstunden. Das entspricht fast dem Stromverbrauch der gesamten Niederlande. Also das ist schon ein Faktor. Wenngleich es natürlich im Stromkonsum Chinas oder gegenüber dem Stromkonsum Chinas noch relativ bescheiden ist. Aber ein anderer Vergleich zeigt, hier sehen wir mal, wer verbraucht eigentlich die meiste Industrie. Das ist die meisten Strom, das ist vor allem die Industrie, etwa die Hälfte fast. Wir haben dann vor allem die Haushalte verbrauchen sehr viel Strom und der weltweite Transportsektor hier, dieses, was Sie hier sehen, das zweitunterste, dieses relativ kleine, dieser relativ kleine Kuchen am gesamte Ding, das sind etwa 390 Terawattstunden, das sind die gesamten globalen Transportleistungen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, hier eine Studie der Cambridge University, dann sehen wir, dass Bitcoin in der Spitze dahin kommen könnte. Wir sehen jedenfalls, dass der Energieverbrauch, der Stromverbrauch von Bitcoin oder beim Bitcoin Mining, offenkundig aufgrund des gestiegenen Preises, zuletzt deutlich zugenommen hat und durchaus bald in der Lage sein könnte, praktisch den gesamten globalen Transportsektor hier einzuholen. Wie gesagt, gegenüber der Industrie ist das noch relativ wenig, aber es ist dann schon eine gewisse Größe, die man auf dem Schirm haben sollte. All das sieht so ein bisschen aus wie das, was an den Aktienmärkten passiert hier. Das gesamte US Equity Volume, also mit OTC, Over-the-Counter-Geschäften, bla und blub, alles was da drin ist. Und wir sehen, es explodiert geradezu nach oben. Penny Stocks, Optionen, wo immer man hinkommt. All das natürlich Ausdruck einer gewissen Manie. Man kann es nicht sagen, nicht anders sagen. Und es gibt praktisch ein wenig Bedürfnis nach Absicherung.
Wir haben jetzt das geringste Put-Call-Ratio seit dem Jahr 2009. Also niemand geht davon aus, dass da was schiefgehen kann bei der Assetpreisinflation. Du musst einfach dabei sein, so ist das Mantra. Und so haben wir ja kurz mal diese Korrektur gesehen im Umfeld von GameStop und der Befürchtung, dass Hedgefonds hier in Schieflage kommen. Da sind wir dann runtergekommen, haben also praktisch von einem extrem überkauften Zustand sind wir dann praktisch unter den 50er Tagesdurchschnitt gefallen, um jetzt gleich wieder in einem völlig überkauften Zustand zu wechseln. So schnell geht das derzeit bei den Märkten beim S&P 500. Und einer der Ursachen, warum es nach oben geht, ist, weil man sich sagt, die Wirtschaft wird heiß laufen. Dann wird die Inflation kommen, Stimulus kommt sowieso etc. etc. Jetzt hat die Bank of America ihre BIP-Voraussage nochmal nach oben genommen. Die Wirtschaft wird überhitzen, so jetzt die Prognose für das nächste Jahr. Und man sieht das hier bei den Inflationserwartungen, den sogenannten 5-Year-5-Year-Swaps für die USA wie auch für die Eurozone. USA deutlich stärker nach oben gehend, weil die weniger Lockdown haben und eben diesen noch massiveren Stimulus haben, so die Vorstellung hinter dieser ganzen Geschichte. Und vor allem, es sind die Small Caps, die hier outperformen. Der Russell 2000, der so miserabel eigentlich in der inneren Qualität ist, aber dennoch gekauft wird wie nichts anderes. Hier sehen wir die Relation zwischen den Small Caps, also dem Russell und dem S&P 500. Und dabei ist die Stimmung derjenigen, die in diesem Small-Business-Bereich sind, also die Geschäftsleute, die kleinere Geschäfte haben, doch relativ deutlich abgestürzt. Denen geht es schlichtweg auch schlecht, auch in den USA, nicht nur in Deutschland. Das macht aber nichts. Der Index wird trotzdem nach oben gekauft. Plug Power ist, ist das größte Gewicht, zum Beispiel in diesem Index. Auch Sportwettenanbieter und solche Geschichten. Jedenfalls sagt jetzt der einzig einigermaßen authentische Fedboard-Member Robert Kaplan von der Dallas Fed. Ja, das hat natürlich, was wir tun, hat natürlich einen Einfluss auf die Finanzmärkte. Wir gucken nach exzessivem Risiko, das genommen wird von den Investoren. Und natürlich gehen die exzessive Risiken ein. Das ist ganz klar, wenn ich einen Chart kaufe, der innerhalb kurzer Zeit oder etwas wie GameStop kaufe, die von, was weiß ich, $10, $5 auf 400 steigt, dann ist eben das ein exzessives Risiko, weil es kann eben auch wieder deutlich abstürzen. Bei GameStop ist das passiert. Andere Dinge haben sich da besser gehalten. Jedenfalls sehen wir das dann zum Beispiel auch nicht nur in den USA, sondern auch hier in Südkorea. Zum Beispiel ein 12-Jähriger, der 43% mit Aktienmärkten oder mit Investitionen gemacht hat, dass der jetzt hervorgehoben wird. Der will der nächste Warren Buffett werden. Das sind insgesamt alles so Schlagzeilen, die man ja nicht unbedingt sieht, wenn Märkte ganz unten sind, sondern eher Märkte, wenn Märkte ziemlich heiß gelaufen sind, möchte man vermuten. Und das sind sie. Wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung des Wilshire Total Market. Also Wilshire 5000 ist praktisch der Index, der so ziemlich alle Aktien in den USA abbildet. Da haben wir jetzt 41,8 Billionen Dollar macht dieser Wilshire aus. Also praktisch der Aktienmarkt der USA, und beim BIP in den USA sind wir jetzt so bei 21 Billionen um und bei, also etwa das Doppelte sind wir jetzt, was die Marktkapitalisierung in Relation zum BIP betrifft, hatten wir noch nie, ist also extrem günstig, offenkundig, kann man nicht anders sagen. Und wir sehen so ein bisschen manche Schlagzeilen, so wie aus dem Jahr 2006, 2007, also als die Dotcom-Blase bzw. noch die Euphorie der Immobilienblase in den USA groß war. Gestern ja die Junk Bond Yields, also die Risikoprämien für sehr, sehr bonitätsschwache Unternehmen, die Anleihen herausgeben, unter 4% gefallen, das erste Mal ever. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass diese Schlagzeilen schon mal da war. Da war eine Schlagzeile hier Ende 2006, 28.12. Da sagt man, okay, die Investoren sind so auf der Suche nach irgendwie Renditen, dass sie die Unternehmen, die bonitätsschwach sind, geradezu bitten, dass sie neue Schulden aufnehmen, damit man die dann kaufen kann. Genau das ist derzeit auch der Fall. Ich hatte kürzlich einen Artikel hier gezeigt in der Headline, wo genau das der Fall ist. Die Unternehmen werden gebeten, macht doch bitte Schulden, damit wir das kaufen können, damit wir irgendwo noch ein bisschen Rendite kriegen. Und manchmal geht diese Sehnsucht nach Verdoppelung, Verdreifachung, Verzehnfachung gut. Manchmal geht es nicht gut. Hier noch zum Beispiel bei Wall Street Bets GME Infinity War, also die sehen das als richtigen Krieg, diese ganze Geschichte um GameStop, aber es ist vielleicht ein Krieg, der schon längst verloren ist.
Wir sehen hier einen Krieg gegen die Hedgefonds, da sieht man dann Melbourne Capital, der ja doch durchaus gelitten hat. Hier sieht man GameStop unter 50 Dollar heute gefallen. Das entwickelt sich zu einem echten Fiasko. Was haben wir noch? Wir haben noch Deutschland und die Stimmung, die verschlechtert sich. Morgen soll ja wahrscheinlich der Lockdown wieder mal verlängert werden für 2 Wochen. Jetzt gibt es eine Umfrage, die Zufriedenheit mit dem Leben allgemein hat einen neuen Tiefpunkt in dieser Corona-Pandemie erreicht. Wir sehen jetzt 6,7 von 7,0 kommt, also es geht stetig bergab, die Menschen sind unzufriedener mit ihrem Leben, die Stimmung ist ein bisschen depressiv. Die Frage, die sich mir stellt, dieser Tweet ist von Marcel Fratscher, ist diese Stimmungslage entstanden, nachdem Sie Marcel Fratscher gesehen haben oder noch davor? Das wäre eigentlich noch methodisch ein sehr interessanter Punkt. Jedenfalls sehen wir, dass in Deutschland auch einiges falsch gemacht hat in letzter Zeit. Hier sehen wir zum Beispiel, es hat fast 190 Milliarden mehr Einnahmen gegeben seit dem Jahr 2014 in Deutschland. Wir haben also gerade vor allem immer höhere Einnahmen erzielt in Deutschland bis zur Corona-Krise. Top-Jahr war dann 2019, aber was haben wir mit dem Geld gemacht? Wir haben es für Konsum ausgegeben, statt für Investitionen. Wir haben also für Konsum ab 2014 sehr, sehr viel mehr ausgegeben, fast Faktor 5, statt in Infrastrukturausgaben. Und das ist einer der großen Probleme. Wir alle wissen, dass es zum Beispiel mit dem Internet hier in Deutschland nicht allzu toll bestellt ist. All das ist die Folge von schlechten Investitionen, von zu wenig Investitionen oder falsch geplanten Investitionen oder Strukturen, die verkrustet sind, einer Bürokratie, die nicht wirklich effektiv und schnell arbeitet. Und das sieht man auch daran, dass ja eigentlich in der Corona-Krise Infrastrukturinvestitionen freigegeben wurden durch den Bundestag, aber noch nicht mal ein Viertel ist da abgeflossen und das Ganze war ja auch schon vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Also man sieht, da ist einiges im Argen. Wir müssten eigentlich auch mal ein bisschen mehr Assetpreisinflation spielen. Okay, der DAX war, glaube ich, gestern am Allzeithoch, heute war es nicht mehr, aber auch nicht weit entfernt. Aber das, was die Amerikaner hier zaubern mit IPOs, mit Exzessen, da müssten wir doch mal ein bisschen was nachholen eigentlich. Ne? Jetzt sind wir doch mal dran hier, statt immer nur die Amerikaner die Party feiern zu lassen. Und wenn dann die Party der Amerikaner vorbei ist und das Ganze uns auf die Füße fällt, dann trifft es wen? Natürlich wieder die Deutschen, weil die wahrscheinlich die ganze Kacke, auf Deutsch gesagt, von den Amerikanern kaufen, damit die dann ihre Risiken schön auslagern. Wir die Risiken tragen und die Chancen haben die anderen genutzt. Das ist das ewige Spiel mit den Deutschen und den Amerikanern. Das wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.